Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft Mazzalsa. So, wir waren in der letzten Aufnahme dabei. So, diese Energy Conduit zu machen. Und dafür brauchen wir Conductive Iron. Und das ist Redstone und Iron. Und wir brauchen Conduit Binder. Halt für die Energieleitung. Und wir wollten uns noch das Reservoir machen. Dafür brauchen wir aber, wie wir festgestellt haben, Fused Quartz. Was einfach mal 400 Sackquarz in einem Aloy-Smelter. Deswegen nehme ich mal so ein bisschen Kohle mit und hier habe ich eben mal ganz schön ein bisschen Netherquarz besorgt. Über Magical Quops. Wieso sind meine FPS jetzt so scheiße? So, hat sich wieder eingefangen. Habe ich einfach mal so ganz schnell ein paar Nether-Seeds angepflanzt und nochmal über die Essenz auf Nether, dann halt hier rüber 4 Netherquarz erhalten. Kriegen wir noch Netherwarzen, Netherbricks, Soul Sand und Netherbrick. Aber das hat uns momentan noch nicht zu interessieren. Auf jeden Fall. Wenn wir das jetzt. Ich nehme dann glaube ich auch schon. Sowas. 8 Eisen schmeiße ich da schon mal rein. Und nehme dann direkt auch schon mal Redstone mit. Alter, wie das gerade hakelt. Auf jeden Fall. Schmeiße ich jetzt hier so ein bisschen Kohle rein. Kohle wird verfeuert. Macht hier 48.000 Redstone-Flux in der Steam-Dynamo. Und hier wird es aufgeladen. So, wenn wir das Netherquarz jetzt hier reinschmeißen, wird es verbrannt. Und, oh. So, man kann jetzt hier auch schon die Rezepte über einen extra Button anzeigen lassen. Das ist mir neu. Und wir bekommen dieses Fused Quartz. Oder der From Behind Join zu Game. So, wenn wir jetzt hier dieses Fused Quartz haben. Brauchen wir noch das Iron schon mal. Das Glas und den Cauldron. Wo habe ich den hingetan? Da. So, das läuft dann jetzt so ab. Ich will hoffen, dass das jetzt auch klappt. Aha. Sehr schön. Hier steht jetzt auch schon perfekt erklärt. Wir brauchen halt ein 2x2x1 Block davon. Also 2 zur Seite, 2 nach oben oder auch nochmal zur Seite oder keine Ahnung wie. Und wir können damit eine unendliche Wasserquelle erstellen. So, stellen wir jetzt hier schon mal so weit auf. Kann man da schon was jetzt reintun? Ja, kann man aber. Ich warte lieber nochmal. So, das ist fertig. Dann schmeiße ich hier mal das so weiter rein. 20.131 Flachs sind über. Das ist sehr schön. Und wir brauchen jetzt noch für die Energy Conduits. Conduit Binder, das ist Binder Composted, das ist Gravel, Clay und Sand. Sollten wir eigentlich auch haben. Ja, das ist. Oh, das ist mehr als ausreichend. Mache ich schon mal so einen kleinen Vorrat. So. Du hörst schon mal zurück, das reicht mehr als. Wir überhaupt wollen. Und ich glaube, ich mache das Ganze dann über den Aloy-Smelter da oben. Ist schon mal ein bisschen kohlefreundlicher. Habe ich schon mal ein bisschen Conductive Iron. Und wir brauchen 7, das heißt, 1 kann da noch dazu. Sehr schön, das ist am Durchlaufen und ich mache dann einfach doch schon mal ein Stück Kohle, vergeude ich dann doch schon mal dafür, damit wir schon mal die Kabel machen können, diese Energy-Leitungen. Jetzt habe ich natürlich auch nicht darauf geachtet, wann ich angefangen habe mit der Aufnahme, das ist natürlich sehr professionell. The Wert.
Schau mal kurz so an, was so NIO noch dazu bekommen hat. So, und jetzt ist noch der Conduit-Binder dazu. Und wir haben Energy Conduits. So. So, wie man hier sieht, einfach so eine Leitung. Recht freundlich. So, was habe ich jetzt hier rüber vor? Ich will einfach das Eisen schmelzen. Geht halt auch über den Alloy-Smelter. Ist halt ein ganz normaler Ofen an sich. Na, war Kante. Ich wollte schon sagen, wenn das jetzt nicht mehr geht. Aber ich kann mal so ein bisschen Kohle nachschmeißen. Gut, die läuft dann schon mal leer. Und hier füllt es sich noch mal auf. Und wir haben genug. Sehr schön. Ach, jetzt gehe ich aber auch jedes Mal in den Ofen. So, wir brauchen einen weiteren Cauldron. Den haben wir. Glassed und Fused Quartz. So. Damit haben wir ja schon alles, was wir für die erstmalige Energieversorgung brauchen. Reiß mal die Portal Tanks mal gerade ab. Klatschen die da drauf und jawohl, es hat sich verbunden. So. Einmal. Wo ist das Wasser drin? Da. Zweimal, dreimal. Ja, ist schon drin. So. Das hat sich dann perfekt aufgefüllt, so wollte ich das haben. Hier ist nichts mehr drin, den schreiße ich mal ab. Und dann verlege ich jetzt hier mal die Energieleitung. Und klatsch den Alloy-Smelter erstmal hier hin, der den Energie gespeichert hat. Das ist schon mal sehr schön. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt aber mal richtig mit Thermal Expansion an. Und ich würde gern zuerst von Thermal Expansion den Pulverizer bauen. Wo brauchen wir? Copper Gear, Machine Frame, am besten den Basic, den da. Dafür brauchen wir noch Zinn und Iron. Ja, Zinn ist ja so eine Sache bei uns. Und ich will mal kurz schauen, wie das hier aussieht mit den Zinn momentan. Wie viel braucht man? Ach, dann wir bekommen 3, okay. Okay, ich würde sagen, ich unterbreche mal die Aufnahme und komme dann wieder, wenn ich genug Erz habe. Bis dahin, tschüss. So, da bin ich wieder. Zinn ist gerade am Durchschmelzen. Ich frage mich immer noch, wie ich es dazu kam, dass ich gar keinen Zinn mehr habe. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich so wenig gefarmt habe. Oder habe ich. Ne, das war nicht los. Das ist okay. Auf jeden Fall. Ich kann noch ein Iron Ore nehmen. Am besten gleich 2. Weil auch wenn ich Alzheimer habe, daran habe ich es gedacht. Und zwar brauchen wir auch noch einen Piston. Wie der gecraftet wird, sollte eigentlich klar sein. 4 Cobblestone und 3 Holz. Nehmen wir gerade hier eins von. Einmal, zweimal, dreimal und da und so. Gut, dann brauche ich jetzt da Zinnzahnrad. Wir brauchen dann noch den Machine Frame Basic, für wir wieder 4 Eisen brauchen und Glas. Nein, so. Gut. Dann könnten wir vielleicht, obwohl, oder? Ich weiß nicht. Ich will nicht wissen, was das gerade bei mir im Hintergrund war. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber ich habe einfach so ein ganz skurriles Lachen gehört. Und ich denke nur, ich denke mir so einfach meinen Teil.
Ich denke nur, ich denke mir meinen Teil. Das ist auch so ein geiler Satz. Okay, ich kann schon mal soweit aufbauen. Also, ich werde jetzt hier auf jeden Fall nicht so zeigen, wie ich hier Erze verarbeite oder so. Das werde ich auf jeden Fall offscreen machen. Also, ich will es echt so freundlich gestalten wie möglich. Also, halt demnächst, wenn jetzt hier die Erzverarbeitung steht und ich mal so ein paar Ressourcen habe, werde ich dann nochmal auf Blood Magic gehen und Witchery genauer eingehen. Aber momentan ist das ja noch so eine Sache. So, der Machine Frame Basic. Und jetzt brauche ich 2 Copper Gears. Ja, komm. So. Flint haben wir aber bestimmt noch, oder? Jetzt mache ich nicht wach. Jawohl. Dann schaue ich mal, das kommt dahin. So und so. Machine Frame. Jo, jetzt fehlen echt nur noch die Copper Gears. Sehr schön. Copper Gear geht entweder so. Aber da ich noch so ein bisschen Eisen aufsparen möchte, mache ich die wieder über Buildcraft. Und dann die Wood und die Stone und dann muss da nur noch das Kupfer außenrum. So, einmal. Ah, nehmen wir den, dann haben wir schon mal fast fertig, was wir nur noch einwarten. Sehr schön. Und Kuppe hier. 1 und 2. Pisten da. Flint da. Reception Coil und Machine Frame. Und wir haben den Basic Pulverizer. So. Basic Pulverizer, was macht der? Der pulverisiert. Ganz blöd ausgedrückt. Der lädt sich jetzt eindeutig auf. Aber jetzt. So, wir haben ja jetzt hier noch so ein bisschen Zinnohr, das kann man jetzt halt reinschmeißen. Der macht Geräusche. Und wir kriegen halt manchmal so ein Abfallprodukt, jetzt wie hier, Pulverized Iron. So. Jetzt würde ich gerne auch auf den Ofen gehen, damit wir das Ganze auch schon mal so ein bisschen gespart haben an an Sammelschnell, damit wir. Ey, ich bekomme auch heute echt gar kein Wort zusammen, das ist unglaublich. Ich will nochmal den Ofen machen, damit wir mal darüber Kohle sparen, dass wir das einfach nur so machen müssen. Machen wir das gerade so, geht das schneller. Dann schmeiße ich mal so ein bisschen Iron nach. Und das ist dann halt dauerhaft aufgefüllt. Und ich will halt darüber die komplette Erzverarbeitung laufen lassen. Ich will es hier nicht großartig mit mich wie beim RET mit Mechanismen alles verfünffachen oder so weiter. Ich will eigentlich halt nur so, dass ich so eine gute Lebensaufbau habe und dann aber auf Blood Magic, Formcraft. Um es grob zu sagen, ich will abgesichert sein, dass ich es habe. Ich schmeiß mal nochmal da was rein. Resonant Strongbox. Hat sich eigentlich irgendwas bei Enderium geändert? Jetzt bekomme ich wahrscheinlich einen großen Schluck. Oder auch nicht. Okay. Das wundert mich jetzt ein bisschen, aber okay. Ja, holen wir den Kofferbauer noch raus. So, Zinn und so. Und jetzt fehlt uns wieder ein Eisenbarren, so Mustard. Warte, bevor ich jetzt hochgehe, dann kann ich jetzt nochmal
8 Clay mitnehmen, damit die auch schon gebracht werden können. Nee, da. Können die jetzt echt nicht darüber gebacken werden. Gut, dann müssen wir da noch ein Kohle verschwenden. So und so. Haben wieder den Basic Machine Frame. Brauchen wir noch Redstone Reception Coil. Ein Gold, zwei Redstone, aber insgesamt drei. Doof und doof und doof. Reception Coil. Und wir brauchen wieder Copper Gear. Ich werde dann mal gucken, dass ich auch in der nächsten jetzt so halt über die nächsten paar Tage dann mal die Anlage hier fertig baue, was ich hier vorhabe, weil so geht das so gerade nicht so wirklich weiter. Aber das müsst ihr ja dann nicht sehen. Es sei denn, ihr wollt halt sowas sehen, weil ich. Wisst ihr was? Schreibt es mir einfach. Wollt ihr jetzt ja noch ganz Baukram sehen, wie diesen Aufbau, Hausbau? Wollt ihr das sehen? Schreibt es mir in die Kommentare. Lasst einen Kommentar da. So. Dann Kupfer. Einmal Kupfergier. Ich habe das gerade irgendwie so ausgesprochen, als wäre das so ein. Wie von Super Mario, so ein Cooper. Weißt du, warte, das ist mein neuer Insider. Ich nenne die Teile ab sofort Cooper Gears. So. Dann wieder hoch. Restliches Kupfer holen, dann der Seite mal Gold reinschmeißen. Boah, das ist ab und zu bei mir wieder so zentral ruckeln. Muss ich mal gucken, was das ist. Ob das mit dem Internet zusammenhängt oder bei mir irgendwie noch ein anderes Problem ist. So, damit haben wir jetzt auch den Redstone Furnace in Basic fertig. So, den schließen wir dann auch hier an. Der bekommt schon mal instant keinen Strom, so muss das. Schmeißen wir nochmal was rein. Und das Iron. So, ich muss mir das einmal einlesen, wie man hier, was hier so Augmentation zu sagen haben. Scheint ja auch eine ganz coole Sache zu sein. So, ich würde sagen, ich verarbeite dann jetzt mal hier so ein paar Erze schon mal, dass ich was auf Vorrat habe. Wenn euch diese Folge gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn nicht, Anmerkungen, Kritik, alles in die Kommentare. Schaut auch mal bei Sigurin vorbei, dürft ihr euch auch über ein Abo oder ein Like freuen. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Mozzelza. Bis dahin, tüdelü, und denkt an die Kommentare.